Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2. Im letzten Part ist der große böse schwarze Mann wieder erschienen, hat uns mit Ada mal kurz verfolgt. Und jetzt sind wir immer noch auf der Suche nach Annette, die uns beim letzten Mal verbrennen wollte. Wo sollen wir lang? Karte. Wir gehen da lang. Wir sind immer noch auf der Suche nach Annette. Beim letzten Mal wollte sie uns, wie gesagt, verbrennen. Mal schauen, was der noch so einfällt. Das Problem ist, ich habe echt keinen Bock, dass der große, böse, schwarze Mann wiederkommt. Sind jetzt hier in der... Schluss mit dem Katz-und-Maus-Spiel. Das Spiel ist aus. Verloren. Sagen Sie mir, ist Ihr Mann noch am Leben? Oder ist er eliminiert? Und Sie ernten die Lorbeeren für Jean. Interessante Theorie. Wenn Sie nicht kooperieren, hole ich eine Probe vom Nest. Nur über meine Leiche. Das tut weh. Wo ist Leon, wenn ich ihn brauche? Ada. Ada. Verdammt. Oh, ich darf wieder mit Leon. Ada, wo bist du? Sehr schön, ich darf wieder mit Leon, das ist schön. Ah, ich habe mein ganzes Zeug. Ach, da fühle ich mich jetzt gleich wesentlich sicherer, muss ich sagen. Ich fühle mich gleich wesentlich sicherer. Karte. Ich habe halt jetzt keine Ahnung, wie ich jetzt mit... Soll ich mit ihm denselben Weg gehen? Ja, es geht ja nicht. Jeder sei das weg. Kann ich mit ihm den Aufzug hier benutzen? Ja, kann ich. Den konnte ich mit Ada natürlich nicht benutzen. Ist ja klar. Bin ich denn jetzt? Schleuse. Kommt jetzt der große, böse, schwarze Mann? Hat der eigentlich einen Namen? Oder soll ich ihn einfach liebevoll Blacky nennen? Ich glaube, ich nenne ihn Blacky. Das kann ich jetzt halt noch machen, solange er nicht da ist. Nein, ich will da nicht runter. Ich will da nicht runter! Oh. Das ist Pistolenmuni. Ach komm schon, da kommt doch wieder ein Krokodil. Das riecht an mir. Das riecht wie bei mir zu Hause. Wenn es ein bisschen fischig riecht, es könnte sein, dass Ada hier mal war. Okay, okay. Links oder rechts? Letzte Chance, vorbei. Wir gehen links. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Tor zu ist. Habe ich da gerade ein gehört? Das würde ich nicht gutheißen. Aber hier ist kein Zombie. Okay. Ich habe meine normale Pistole ausgerüstet. Das ist super. Hi.
Bleibst du liegen? Hi. Was zur Hölle? Als ob du es mittlerweile nicht anders kennst, Leon. Lass mich in Ruhe. Gib mir mein Messer wieder. Digitale USS-Videokassette. Okay. Danke. Bleibst du liegen? Brav. Ich mag das, wenn die liegen bleiben. Bleib liegen! Brav. Ich weiß, Leon, ich weiß. Das Problem ist, ich habe echt Angst, dass Blackie kommt. Und er wird kommen. Ich bin mir da echt sicher. Alles zu? Oh. Guten Morgen. Na, ausgeschlafen? Elektronikteil. Sieht aus wie ein Turm. Vom Schach. Oh nee! Okay, das fährt hoch. Du bleibst liegen. Hi! Wer steht denn jetzt auf? Ja, wo denn? Hier Steckdose. Ja, da habe ich ja das Elektronikteil raus. Hier brauche ich einen Schlüssel. Okay. Ah, warte mal. Vielleicht. Komm mal wieder runter. So. Du bleibst da mal weg. Hey. Gott verdammt. Oh, lern zielen, Leon. So, braves Panda-Bärchen. Schön schlafen legen. Da geht's nicht weiter. Ich könnte hier nach unten. Wofür brauche ich dann das Elektronikteil? Ein Messer? Sage ich nicht nein. Oh, ich will doch nicht durchs Wasser. Ich will mal versuchen. Ich will mal was ausprobieren. Bleibst du liegen? Brav. Ich will mal was ausprobieren. Nimm mit. Und jetzt schnell. Ach, das geht nicht. Oh, jetzt fahr hoch. Es geht leider nicht. Vielleicht brauche ich ein anderes Elektronikteil. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein, dass ich ein anderes Elektronikteil brauche. Sollten uns auch ein bisschen beeilen. Ich weiß nicht, wie es meinem Elderschatz geht. Also, ich vermute mal, dass es der nicht allzu gut geht. Warum tust du sowas, Leon? Oh, grünes... Es ist blaues Kraut. Und da brauche ich irgendeinen Schlüssel. Ich höre hier doch schon wieder welche.
Hochwertige Schießpulver. Oh, danke schön. Haben wir normale Schießpulver dabei? Oh, fuck! Ich habe keinen Platz mehr. Oh, ich brauche die Kiste. Oh, ich brauche dringend... Was ist das? Ah! Ah! Was zum... Nein! Geht weg! Hier! Friss! Guten Appetit! Hallalalalala! Geh weg! Hey! Der schießt was auf mich! Alter! Oi! Geh weg! Ja, ich glaube, du willst eine Schrotflinte! Nein, willst du nicht. Besser! Nein, lass mich in Ruhe! Oh, ich komme an dem nicht vorbei. Nein. Nein, nein. Ihhh. Der vergiftet mich, der Wichser. Jetzt reicht's mir. Kann ich das auch alleine benutzen? Oh, ich bin auf Gefahr! Als ob ich auf Gefahr bin! Hätte ich das gewusst, dann hätte ich ja gleich das rot-blau-grüne Korb benutzt. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Das hat mich alles so viel Energie ist gekostet und so viel Muni. Ich habe halt nicht gecheckt, dass ich an dem nicht vorbei kann. Ich habe gemeint, ich kann einfach stehen liegen lassen. Denn hin? E-Mails an das Umbrella-Hauptquartier. Direktor Owens, im Nest jagt ein Alarm den nächsten. Ich weiß zwar nicht, was hier vor sich geht, aber ich höre Schüsse und kann meinen Bereichsleiter nicht erreichen. Wir sind gefangen. Bitte schicken Sie schnellstmöglich Hilfe. Direktor Owens, die Lage ist ernst. Das Nest wurde mit dem Virus kontaminiert. Einfach unfassbar. Das ausfallsichere System ist gar nicht angesprungen. War das ein Außenstehender? Ich habe keine Ahnung, wer es sonst gewesen sein sollte. Kim ist tot. Ich leide unter schrecklichem Hustenreiz. Warum antworten Sie nicht? Direktor Owens, Sie waren das von Anfang an? Vielleicht. Oh, fuck! Als ob ich hier jetzt... Warte mal, was hatten wir jetzt alles? DCM hatten wir doch? Da ist... Ah, fuck. Als ob ich das jetzt knacken sollte, oder? Oh, das nehme ich natürlich sehr, sehr dankend an mich. Wie soll ich denn das aufbekommen? RPD einfach mal versuchen. Raccoon Police Department, das geht nicht mal. Okay.
Ich habe keine Ahnung. Schade, weil da wäre sicherlich irgendwas Tolles drin gewesen, da bin ich mir sicher. Okay, schauen wir mal nach unten. Gar nicht gut an. Komm schon. Oh! Ada! Ich komme, Ada. Oh, das klingt gar nicht gut. Sehr schön, Pistolenmuni, da sage ich natürlich nicht nein. Da kann man auch gleich mal nachladen. Fantastisch. Oh, hier kann ich speichern. Das ist... Speichern, speichern. Oh, du mein Freund. Das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Broschüre der Kanalaufbaufirma. Kanalbaufirma. Grußwort des Vorsitzenden. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Knights Construction Company. Im Laufe der letzten 20 Jahre hatten wir die Ehre, an den Kanalisationen der schönsten Städte unseres Landes arbeiten zu dürfen, stets mit unserem Grundprinzip der Freude an der Arbeit und des überlegenen industriellen Designs. Wir bei KCC glauben, dass unsere Designs keinesfalls unterirdisch sein müssen, nur weil wir unter Tage arbeiten. Als ob es mich interessiert, wie die Kanalisation aussieht, ohne Witz jetzt mal. Unsere Arbeit ist eleganter als eine Dame, prächtiger als ein Springer, gemütlich wie ein Bauer und ein echter Gewinn für alle Beteiligten. Als ob es mich ein Scheiß interessiert, wie meine Kanalisation aussieht. Die kann versifft bis zum Gehtmaus, denn sie soll funktionieren. Ich freue mich drauf, Sie vor Ort zu treffen. CEO der Knights Construction Company, Ehrenmitglied des Weltschachverbands, ehrenamtlicher Berater des Raccoon Schachclubs, ehrenamtlicher Leiter der Fischer Schachfreunde R.B. Fischer. Oh, hier kann ich die Videokassette abspielen. Oh, das ist schön. Ich hoffe, das ist nicht so eine interaktive Videokassette, wie es in Resident Evil 7 ist. Bitte. Oh, bitte. Aufhören. Bitte aufhören. Bitte. Nein, 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 nein. Hier drüben, du Freak. Tu ihm nicht weh. Tu ihm nicht weh. Tu ihm... Das Virus. Ich wette, die Ratten verbreiten es. Tu ihm nicht weh, tu ihm nicht weh. Ich will... Kann ich nochmal hoch? Fuck! Ich kann nicht mal hoch. Schade. Oh, eine Karte. Die nehme ich natürlich sehr, sehr gerne mit. Stimmt, die hatten wir bis jetzt noch nicht. Ah, die Videokassette kann weggeworfen werden. Das ist sehr schön. Ich will mal schauen, ob da vorne vielleicht noch irgendwas liegt. Nee. Boah, ich muss doch schnell zu Ada. Ich muss doch meinen Ada-Schatz retten. Ah, okay. Brücke kommt dran. Als ob der da drüben nicht aufstehen würde. Das kann mir doch keiner erzählen. Ich würde mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal überqueren wir hier mal die Brücke. Sieht überhaupt nicht gut aus, mein Munitionsvorrat. Ah, das sieht gar nicht gut aus. Ich habe zwar noch eine vollständige Heilung, das ist sehr gut. Aber mehr auch nicht. Ich habe keine voll aufgeladene Pistole. Ich habe kein voll aufgeladenes mehr. Ich habe sehr viel Magnum-Munition. Ich habe keine Ahnung, wer der letzte Boss ist. Ich will sie mir nämlich eigentlich für den letzten Boss aufheben. Fuck. Ich habe keine Ahnung, wann ich die Magnum einsetzen soll. Ich will sie nicht zu früh einsetzen, um die Munition nicht zu verschwenden. Aber ich würde mal sagen, meine Freunde, das sehen wir dann einfach beim nächsten Mal, ob ich schon gezwungen werde, die Magnum zu benutzen.
Also gut, meine Freunde, das war dann Let's Play Resident Evil 2 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.